Ein herzliches Grüß Gott aus Heiligenkreuz. Wir befinden uns hier im Kaisersaal des Stiftes. Dort in diesem Kaisersaal, wo gerade Clemens Maria Fuchs an den neuen Altarbildern für die Neugestaltung der Kreuzkirche arbeitet. Es war vor mehr als 40 Jahren, als damals die Kreuzkirche, so wie sie bis jetzt bestand, erbaut und errichtet wurde. In dieser Zeit ist manches in die Jahre gekommen, bauliche Mängel aufgetreten, schmutzig, rußig, alles Mögliche. Und so war schon 2019 von unserem damaligen Stiftspfarrer Pater Severin Wurdak die Überlegung angebracht, die Kreuzkirche umzugestalten, zu verbessern, schöner zu gestalten. Das erste Treffen zu dieser Umgestaltung fand am 27. November 2019 statt. Damals mit Abt Maximilian Heim, Altabt Gerhard Radil, unserem Maler Clemens Maria Fuchs, Pater Moses und Pater Severin. Seit dieser Zeit arbeitet Clemens Maria Fuchs an der malerischen und künstlerischen Ausgestaltung, der Neugestaltung der Kreuzkirche. Und wir freuen uns sehr über dieses große Projekt. Es ist eine besondere Gnade, dass Clemens Maria Fuchs hier gerade in seiner ganzen Schaffenskraft als Künstler, als Maler an wunderbaren Altargemälden arbeitet. Schmerzhaft war für die ganze Pfarre und für das Stift dann 2021 das frühe Hinscheiden unseres Stiftspfarrers Pater Severin Wurdak. Als sein Nachfolger ist es mir eine Ehre und eine große Freude, dieses Projekt auch weiterzuführen, zu begleiten. Und da wollen wir heute Clemens Maria Fuchs ein wenig interviewen. Und er soll uns einiges zu den Bildern, die dann in der Kreuzkirche zu sehen werden, sein, erklären. Herzlich grüß Gott, Clemens Maria Fuchs. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, um uns einiges zu den Bildern der neuen Kreuzkirche, wenn ich so sagen darf, näher bringen und erklären. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Wie Sie sagten, Pater Maximilian Heim und auch natürlich den Altpfarrer von Heiligenkreuz, Pater Severin, ist es auch zu verdanken, dass ich dieses Projekt übernehmen durfte vor ungefähr 3 Jahren. Er hat mir mit der Bitte, diese Kreuzkirche neu auszugestalten, habe ich dann ein Konzept vorgelegt in Form von verschiedenen Entwürfen, Ölskizzen, auch architektonischen Modellen, die anschaulich meine Ideen zeigen sollen, wie diese Kreuzkirche dann geplant sein sollte. Und das ganze Konzept dieses Raumes ist natürlich auch noch immer ein liturgischer. Und die große Krise in der heutigen Zeit ist es natürlich auch, diese Räumlichkeiten jeglicher Art, die dem Liturgischen dienen sollen, diese aber nicht wirklich danach aussehen. Und eben Pater Maximilian Heim, ein Gönner der Künste überhaupt, hat dann gesagt, ja, er möchte das eben so gestaltet haben. Und das Grundkonzept sind jetzt einmal 6 große Altarbilder, großformatige Altarbilder, die zum Thema haben, dass alle Figuren etwas natürlich auch mit dem hiesigen Ort Heiligenkreuz zu tun haben müssen, aber die auch natürlich in ihrer liturgischen und auch Heiligen Vita mit auch der Liturgie zu tun haben müssen oder auch mit der Kreuzreliquie zu tun haben müssen. Die Kreuzreliquie ist eigentlich mit dem Tabernakel, also mit dem Allerheiligsten, das spirituelle Zentrum dieses Ortes von Heiligenkreuz.
Und somit ist es mir auch eine große Ehre, als katholischer Künstler dieses Werk ausführen zu dürfen. Aber es ist natürlich auch mit einer großen inneren Wertschätzung und Demut verbunden. Und natürlich muss ich auch sagen, dass viele Orte oder viele Kirchen, die im modernen Stil ausgeführt werden, sehr selten oder überhaupt gar keinen Bezug zum Sakralen mehr haben. Mhm. Und das Sakrale ist ja immer schon für die gesamten Zivilisationen der Geschichte das Herz dieser Kulturen gewesen. Also Kultur kommt von Kultus, nicht? Ob das jetzt ein heidnischer Kultus war oder eben jetzt der christliche, katholische Kultus, das hat alles einen Zusammenhang mit dem Göttlichen, mit dem Übernatürlichen. Und das soll auch diese Kunst auch ausdrücken, nicht? Und somit haben wir hier 6 Altarbilder, ein Hauptaltarbild, davor stehen wir jetzt. Und dieses umrahmt die Kreuzreliquie und auch den Tabernakel, wo dann das Allerheiligste seine Heimat finden wird. Und somit das Zentrum dieses Raumes, also der Kreuzkirche, ist eben hier vorne im Presbyterium sozusagen. Und alle anderen Bilder sollen im Thema, aber auch in der Gestik, in der Komposition auf dieses Zentrum hinweisen, sodass der Beter, also nicht nur der Priester, aber auch das gläubige Volk, sich immer vergegenwärtigen können, was am Altar zur Konsekration der Hostie wirklich stattfindet, welches Mysterium hier stattfindet. Und auch diese Sachen werden heutzutage sehr, sehr vernachlässigt, und deswegen bin ich so erfreut auch und dankbar, dass man hier in Heiligenkreuz einen Ort hat und auch Priester hat, die das wirklich wertschätzen können. Und wie gesagt, es wird natürlich dann auch zur Eröffnung am 17. September die Gelegenheit gefunden werden, dass sich die Öffentlichkeit auch hiervon ein Bild machen können in der Gesamtgestaltung. Und bis dahin ist natürlich noch einiges an Arbeit zu tätigen. Also diese Bilder sind noch nicht fertig, die werden aber dann natürlich am 17. September werden dann vollendet, dann enthüllt werden können. Und es hat mich immer natürlich auch eine zutiefst betende Gemeinschaft, nicht nur in Heiligenkreuz, aber auch im Freundeskreis, im Familienkreis begleitet, somit ich auch eine gewisse Inspiration immer verspürt habe. Aber natürlich auch die Themen an sich sind große Themen. Das sind einerseits natürlich der Hochaltar, der die Dreifaltigkeit darstellt, mit 2 Heiligen, auf der einen Seite eben den seligen Janus Brenner, der den Leib Christi zu seinen Füßen trägt als Priester, und auf der anderen Seite die selige Maria Gabriela Sagedou, ebenfalls eine Trappistennonne, die ihr Leiden und auch ihr Leben für die Einheit der Christenheit geopfert hat. Und beide Heiligen oder Seligen sind mit dem aussprüchlichen Wunsch in die Komposition eingearbeitet worden. Auf der einen Seite Janus Brenner war ein Wunsch auch von Abt Maximilian, und die selige Gabriele Maria Sagedou war eine Inspiration von Pater Severin, der natürlich leider nicht mehr unter uns weilt. Aber das sind 2 wichtige Selige, meiner Meinung nach, von denen ich ehrlich gesagt noch nichts gewusst habe, bevor ich angefangen habe, hier an diesem Projekt zu arbeiten, aber die natürlich auch für mich auch durch die Arbeit bereits ein Naheverhältnis bekommen habe. Und dieses Naheverhältnis ist immer mit dem Gebet verbunden. Also auch das Arbeiten an diesem Projekt ist mit Gebet verbunden. Und wahrscheinlich gibt es sehr wenige Orte noch in Österreich, an denen dieses Gebet und auch die Liturgie so gelebt wird wie in Heiligenkreuz. Und auch dieses Projekt soll dieses Gebet dieses Ortes widerspiegeln können. Ja, das Hauptaltarbild stellt die himmlische Liturgie dar eigentlich, nicht? Also das ewige paradiesische Mahl in Einheit mit dem Heiland und der Dreifaltigkeit. Und er ist in einer Art Kreuzesform dargestellt, also in der Gestik des Kreuzes,
die natürlich auch wiederum auf Golgatha hinweisen soll. Aber gleichzeitig wird er auch von seinem Vater, also von Gott Vater, gehalten, in fürsorglicher und liebender Art und Weise, weil auch er, Gott Vater, hat seinen Sohn an uns geschenkt, um uns zu erlösen. Und das wird natürlich auch im Heiligen Messopfer wiedergespiegelt und wird wieder gelebt auch, nicht? Also jedes Mal, wenn der Priester die Hostie konsekriert, ist ein Stück Himmel bei uns. Und das ist eben das, was die Kunst, die sakrale Kunst der katholischen Kirche immer schon ausgedrückt hat. Und auch meiner Meinung nach wird es wieder zu dieser Renaissance kommen. Und ich auch als Maler bin darin nicht nur künstlerisch interessiert, sondern auch als Katholik interessiert, dass dieses tiefe Mysterium wieder in die Kunst eingeflossen wird. Die anderen Bilder zeigen eigentlich mehr oder weniger das Leben von den zwei Säulenheiligen, nämlich dem Heiligen Benedikt, den Gründervater praktisch des westlichen Mönchlebens, und auf der anderen Seite den Heiligen Bernhard, den Amplexus, der natürlich auch hier eine der zentralen Figuren darstellt. Und auch alle diese Themen, die ich mir ausgedacht habe, auf der einen Seite die letzte Kommunion, der Heimgang des Heiligen Benedikt, stellt wieder das sakrale Thema dar, nämlich die Kommunion. Und der Amplexus zeigt die mystische Vereinigung mit dem Heiland beim Gebet dar, dass der Heiland sich für uns im Messopfer, aber auch im Gebet mit uns vereinen möchte, nicht? Und die drei weiteren Bilder zeigen einerseits die Heilige Familie da und dieses Thema, dass Christus natürlich auch als Kind in die Welt gekommen ist, als unschuldiges, hilfloses Kind, dass die Krippe darstellt als erstes Kreuz, kann man sagen, als erstes Holz, auf dem Christus geruht hat, und dann, dass dieses Holz der Krippe auf das Holz des Kreuzes hinweist. Dann die zwei weiteren wichtigen Heiligen, die mit Heiligenkreuz verbunden sind, sind natürlich der Stifter von Heiligenkreuz, der heilige Leopold, und sein Sohn, der selige Otto von Freising. Und alle diese zwei Heiligen oder Seligen stellen natürlich dar, dass es in der Kirche wie auch im Staat eine Macht gibt, die von Gott kommt. Es ist keine Macht von der, die in dieser Welt passiert, ohne dem Himmel möglich, nicht? Und leider Gottes ist es natürlich auch in der heutigen Zeit wiederum eine große Krise, auch in der Politik, teilweise natürlich auch in der Kirche da, die eben von einer gewissen Entfernung von Gott zeugen. Und diese beiden Bilder sollen aber auch eben dies wieder hervorrufen, dass der Bischof, aber auch natürlich der Staatsmann, also der Politiker, dazu berufen ist, Gottes Willen und den Auftrag, uns in den Himmel zu bringen, sozusagen in der Tugend, in der Morallehre, diesen Auftrag aufzunehmen und zu leben. Und somit ist die Kunst nicht nur dazu da, schön zu sein, sondern sie muss auch das Herz des Betrachters wandeln. Und das ist eine große Aufgabe natürlich. Und ich hoffe, ich werde dieser Aufgabe gerecht. Und ja, ich bitte auch um das Gebet der betenden Gemeinde und der Priester, dass ich diesem Auftrag auch gerecht werde. Vielen Dank, vergelt's Gott, lieber Herr Clemens Fuchs, für diese wunderbare Ausführung, für die Erklärung, was Sie hier ab 17. September in unserer neuen Kreuzkirche erwarten darf. Ich darf Sie noch bitten, unterstützen Sie uns auch finanziell für die Fertiggestaltung dieser wunderbaren Neugestaltung der Kreuzkirche. Wir brauchen noch einige Spenden, wir brauchen noch Ihre Hilfe, Ihr Gebet, aber auch eine finanzielle Unterstützung, für die wir jetzt schon ein großes Vergelt's Gott sagen. Ich möchte auch meinerseits noch mich ganz besonders bedanken
bei Abt Maximilian und natürlich auch bei, bei Pater Severin, die diesen Auftrag mir gegeben haben, und natürlich auch bei Ihnen, Herr Pfarrer, dass Sie wirklich unterstützend und auch moralisch teilweise mir zur Seite stehen. Und ich möchte mich auch bei allen Betern und Spendern bedanken und natürlich auch bei der Mönchsgemeinschaft in Heiligenkreuz. Es ist mir eine große Ehre und ich bin allen zu großem Dank verpflichtet. Zu diesem großen Dank sind wir ganz besonders Ihnen, Herr Fuchs, verpflichtet für diese wunderbaren Bilder, die, wie Sie sagen, nicht nur das Herz berühren sollen, sondern die Herzen verwandeln. Und das Vermögen, Ihre Bilder, das Vermögen, Ihre Kunst, das kann ich hundertprozentig bestätigen, wenn man Ihre Bilder betrachtet und sieht, man verliebt sich regelrecht in diese wunderbaren Meisterwerke. Sie sind da in einer wunderbaren Nachfolge von einer langen kirchlichen Kunsttradition, der holländischen Van Dyck, Rubens und wie sie alle heißen. Also es ist gewaltig, großartig, was Sie hier uns wirklich auch schenken an christlicher Kunst, an Kunst, die wirklich in die Tiefe geht. Und das geht es ja, denn die Kirche ist ja der Ort, wo Jesus Christus gegenwärtig ist im Tabernakel, im Heiligen Sakrament, und wo vom Altar auch alle Gnaden uns zufließen für das tägliche Leben. So darf ich Ihnen allen vergelt's Gott sagen für Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet und Sie einladen, am 17. September 2023 wird die große Eröffnungsfeier sein, hier in Heiligenkreuz. Nähere Details werden noch folgen und ausgesandt werden, aber heute schon kommen Sie zahlreich zu diesem großen Fest und überzeugen Sie sich selbst von diesen Meisterwerken, die hier dann wirklich die Heiligenkreuzer Kreuzkirche zu einem Schmuckstück, zu einem wahren Tempel Gottes machen. Dieses Herzensanliegen von Pater Severin ist auch mein Herzensanliegen, so die Menschen zu Gott hinzuführen. Vergelt's Gott und ein herzliches Grüß Gott euch allen aus Heiligenkreuz. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.